So Leute, willkommen zurück bei Only If. Es geht immer noch darum, diesen doofen scheiß Schlüssel zu finden, der angeblich bei einer Uhr sein soll, die hinter mir ist. Ich glaube, da habe ich mich verhört. Ich war mal zwischendurch ein wenig offscreen am Suchen. Und da ist der Schlüssel, den wir nicht aufheben können. Lolz. Ah. Jetzt haben wir endlich den Schlüssel. Gott, hat das gedauert, ey. Oh, das hat mich wirklich total fertig gemacht. Ich habe auch gerade nicht auf die Uhr geguckt. Und da ist die Tür. Endlich Level geschafft. Okay, Anthony, we got two choices. It looks like this could be your way out of here. Why? Wait, how? How do you know my name? Why are you doing this? What's going on? Don't be too hasty now, son. What? One of these doors lead to your freedom, but sacrifices Samantha Graves, while the other door sacrifices yourself to save Samantha Graves. That is genuinely crazy. Most tunes have a chorus, buddy boy, but we're not playing a tune, we're playing to your heartbeat. Get it? Heartbeat? Yeah. No tune? Yeah, I get it. I get it, you lame fuck. Both doors use one key. With fire comes life. But what is life when it sits still in four pieces? Stay here and eternally compliment this still life, or go out with a burning boom. What kind of boom? That all depends on the death of a pawn. Now it's time to decide whether you're gonna go for the big dick or small dick ending, Anthony. Was that supposed to be, Riddle? Okay, wir müssen uns jetzt für eine Tür entscheiden. Mir ist gerade leider kurzfristig die Aufnahmen abgeschmiert. Ja, doof gelaufen, würde ich sagen. So, wir schauen mal. Ich würde sagen, Black Pawn. Well, I'm definitely saving myself. Achso. Ridiculous. I have no idea what to do. Choose one pawn. How do you hear that? Rip all pieces of still life and bring them to life with fire. How hard can that be? Bring them to life with fire. Ich denke mal, wir müssen den Kamin anschalten, oder? Oder nicht? Oder doch? Ich dachte, wir müssen uns für eine Dings entscheiden. Okay. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Achievement, get your nut center, go out. Okay, das ist cool. I think I need more of this. Ich habe so ein Gemälde genommen. Okay. Haben wir ein Inventar? Nö. Anscheinend nicht. Ich habe das Gemälde davon genommen. Vielleicht können wir uns das Gemälde auch noch nehmen. Okay, das haben wir auch genommen. Müssen wir jetzt da was rein? Nee. Gut, wir haben uns gerade die beiden Gemälde genommen. Läuft, würde ich sagen. Ich habe gerade keine Ahnung, was wir machen müssen. Hier ist noch ein Buch. Da ist eine Tür. Ach, da war noch ein Gemälde. Und hier ist noch eins. Gut. Ich denke mal, das sind alle Gemälde. Und jetzt müssen wir die anzünden. The Black Pawn's death will create darkness. Darkness creates fear. And your fear of death will bring you the key that shrunk from the black smoke in the vent. Mr. Anthony, the tiny key complements your tiny dick quite well, don't you think? What the fuck? Okay, den Schlüssel haben wir jetzt gefunden. Save yourself, okay. Raus hier. Hey Anthony, I hope you're proud of your decision. The least of my cares, I hope you rot in hell for the things you've done to me. Okay. How dare you kill my little girl? Daughter? What the fuck?
okay? What are you doing? What are you doing? What the fuck are you doing? Ich habe hier gerade einen schwarzen Bildschirm vor mir. One of those testy boys, and he failed, so I'll let him have it. Wait, you gave him the D? Yeah. Yeah. I gave him the D, Stefano. Yeah. I gave him the drugs, you raving moron! All right, calm yourself down, Vinny. God damn, you spit out of my mouth. What do you have for breakfast, Steph? All right, listen up. We're gonna bury this kid at the bottom of the lagoon using this. Dynamite? You're gonna bury him under the lagoon with a windmill on top of this kid's head? I ain't no madman, but isn't this a bit overkill? This is what I like to call a dynamite. Vinny. Ja, was ist jetzt los? What the fuck? Oh. Du Scheiße. Whoa. Oh, fuck. Da liegt was. Oh. Ich hatte ja die schwarzen Figuren, ne? Alter, dieses Piepen geht einem gerade ein bisschen auf den Sack. Und, wie man unschwer erkennen kann, sind da keine schwarzen Figuren mehr. Ich glaube, ich bin tot. Wir gehen mal auf das Licht am Ende des Tunnels. Oh Gott. Da passiert aber nichts. Lol. Das ist eine Wand. Okay. Sollen wir hier vielleicht zurück? Und da vielleicht was. Okay. Ich habe auf das Schachbrett geklickt. Ich drück das Space. Oh Gott. Oh mein Gott. Did you hear that? I think somebody's breathing. You're hearing things again. I don't know. The only thing I'm hearing is somebody breathing, Stefano. If that's Anthony. Ich drücke. He's dead. You killed him with a dynamite. This place is burning. No. I can smell him. I know his aura. I know he's in there. He's in the bushes. And when I find him, I'm gonna stick him like a pig. You hear that, Anthony? I'm gonna stick you right in the cannolis. You're gonna get in big trouble. The whole place is on fire. Wo müssen wir hin? Ich geh jetzt mal da lang. Give me one second. Hey, moron, you're talking to yourself again. Let's ditch this joint or else we'll be dropping the soap in jail. God damn it! Okay, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Gehen dann da weiter. Ich glaube, wenn wir immer E drücken, das hindert uns daran, in Ohnmacht zu fallen oder so. Boah. Läuft. Wir gehen jetzt mal da lang, würde ich sagen. Das krank.
Um Gottes Willen. Okay, ich glaube, wir müssen da lang. Also da durch. Eventuell. Hoffe ich zumindest. Weil da ist so ein komischer Weg. Oder eher so Steinplatten oder sowas. Oh, das nervt gerade so ein bisschen. Ständige E drücken. Sieht aber an sich für ein Indie-Game sieht das verdammt gut aus. Ja, ich drücke E. In einer Tour. Okay. Ganz viel Blumen hier. Ich höre auch irgendwo einen Motor. Ich glaube, wir sollten davon weggehen. Oh. Okay, wir gehen weg. Lol. Ich hab nicht schnell genug E gedrückt wahrscheinlich, ja? Gibt's so. Ach, Gott im Himmel. Das ist ganz schön spannend. Dafür, dass es... Gehen wir einen falschen Weg? Müssen wir hier lang? Aber da geht's nicht weiter. Wir müssen da lang. Da sind wir aber nur nicht schnell genug. Okay, wir können nicht sprinten. Dann müssen wir hier rüber. Nee, geht nicht. Springen können wir auch nicht. Okay. Lol. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas falsch mache. Ich weiß aber nicht was. Ich würde gerne wissen, ob ich was falsch mache oder nicht. Ey, schneller E drücken kann ich gar nicht. Ach Menno. Ich mache doch irgendwas falsch. Drücke E. Geh weiter. Oder E gedrückt halten? Nee, ich musste schon. Oder muss ich doch gedrückt halten? Ich teste mal aus, ob ich einfach nur gedrückt halten muss. Das wäre nämlich einfacher. Nö, eindeutig nicht. Lol. Ey, das ist jetzt aber ziemlich langweilig hier, ne? Immer nur sterben. Nee, es geht nicht mit gedrückt halten. Ha. Ich werde mal nachschauen, ob ich da... War hier durch... Nee, da ist eine unsichtbare Wand. Ja, Leute, ich würde einfach mal sagen... Da ist mir die Aufnahme schon wieder abgeschmiert. Das gibt's doch wohl nicht. Mensch, was soll denn das? Also nochmal. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin. Tschüss.